Meine Tiere sind immer für mich da, ob es mir gut geht, ob es mir schlecht geht. Wenn meine Tiere was haben, wenn die krank sind, ist es so schrecklich. Ja, mit dem Menno bin ich ja hier hingekommen. Oder durch den Menno bin ich hier hingekommen. Pferde sind immer schon in meinem Leben. Ich bin auf der Trabrennbahn groß geworden. Ich war viele, viele Jahre auf der Trabrennbahn, zeitweise noch auf dem Gestüt. Ich habe von Menno viel gelernt und hat mir auch vieles nicht krumm genommen. Ja, der ist ja eigen. Viel Temperament drin und die sind eben halt ein bisschen Panne. Und ich finde, das passt hervorragend zu mir. Aber dadurch, dass ich als kleines Mädchen einen Pflegehund hatte, einen Irish Red Setter, bei der Hunderasse bin ich geblieben. Ich habe jetzt eine Dala, die ist 6 Jahre alt. Die Dala hat mich 24 Stunden am Tag. Die kommt mit zur Arbeit, die ist den ganzen Tag mit mir zusammen und der Menno hat mich vielleicht eine Stunde, eineinhalb am Tag und die soll er dann auch haben. Heute kann man zu Menno in die Box gehen, der kommt zu mir, der schmust und das war früher gar nicht machbar. Man konnte nicht einfach so bei Menno in die Box. Araber sind sehr sensibel, aber die haben Temperament. Die sind sehr temperamentvoll. Das kann ich normal. Ich habe ihn gesehen und es hat gepasst. Und war es meiner. Meine Tiere sind meine Familie, ja. Ja, ich bin die Mama.